Für die günstigsten FIFA-Coins checkt gerne meinen neuen Sponsor FIFA Coinstone aus. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem noch einen Rabattcode, mit dem ihr noch ein bisschen was sparen könnt. Danke für eure Unterstützung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es das Spiel Deutschland gegen Frankreich, Leute. Ich bin gespannt, was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag Deutschland oder Hashtag Frankreich. Ab in die Kommentare, Leute. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir werden heute nur Frankreich und Deutschland spielen natürlich mitnehmen. So eine kleine Prognose. Ja, natürlich ich. Ja, wer natürlich später gewinnen wird. Ihr werdet sehen, Leute. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Falls ihr noch Bock habt, könnt ihr noch gerne unseren Shop auschecken. Für die Camo-Sachen in Blau, in Rot, in Grün und in Grau. Als T-Shirt und als Pullover natürlich. Ihr wisst Bescheid. Link ist wie immer oben in der Beschreibung. Checkt also gerne aus. Gratis Autogrammkarte gibt es auch, wie immer, zu jeder Bestellung dazu. Und ab 35 Euro Bestellwert gibt es noch die blaue Camouflage Nice Tasse gratis dazu. Also checkt aus, Leute. Danke dafür euren Support. Wir starten, würde ich sagen, ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Ab geht's. 3-4-3 Formation. Let's go. Come on. Gebt mal hier direkt die roten 9 für Champions Karten. Geil, Alter. Isco ist da. Aber Müller, ey. Deutschland gegen Frankreich Draft. Schon mal die erste Karte. Thomas Müller. Sowas von scheiße gewesen. Sowas von scheiße gewesen beim Spiel wieder, aber wie alle anderen natürlich auch. Erste Deutschlandkarte ist am Start. Schauen wir mal. Wir zählen wieder Deutschland und Frankreich zusammen, wer am Ende mehr hat. Jawohl, da haben wir den ersten Franzosen. Schauen aber wir mal. Nehmen wir nicht nur die Spieler, die aus der Elf sind. So ein Rave, Alter. Ja, okay. Dann kannst du das ja komplett schaffen. Dann hast du ja auch Hoffmann. Ja, du hast auch wieder recht. Okay, wir nehmen nur die mit, die auch in der Nationalmannschaft spielen. Rave. Der ist auf jeden Fall nicht am Start, aber ey, Bundesliga. Also halt im Kader sind. Ja, im Kader sind. Ein bisschen Kader-Draft. Im Kader, okay. Weiter geht's. Innenverteidigung. Rakitski, Digga. Ist der im Kader bei Frankreich, oder nicht? Meinst du? Na, das war scheiße. Batra nehme ich einfach mal mit. Wo geht's weiter? Innenverteidigung? Okay, Innenverteidiger. Let's go, mal raus hier. Dante, Digga. Afrokopf ist da. Let's go. Oh, Perrin. Ah, Perrin ist, glaube ich, auch nicht im Kader. Das heißt, Perrin zählt leider, oder? Ich glaube nicht. Der sieht aus wie ein Torwart. Der sieht echt aus wie ein Torwart. Okay, weiter geht's. Linke Seite, vielleicht Kingsley Coman. Oder auch nicht. Franck Ribéry ist aber auch nicht mehr im Kader. Choupo-Moting, der spielt immerhin schon mal in Frankreich. Nehmen wir mal mit. Den Choupo-Moting, der hat den geilsten Namen ohne Witz. Das ist Legende, Digga. Schalker, Ex-Schalker, Mann. Und Ex-Mainzer. Jorginho Benia, wieder kein Deutscher aus dem Kader und auch kein Franzose, das heißt... Wieder kein Deutscher aus der französischen Nationalmannschaft. Normal, Digga. Jorginho nehmen wir erstmal mit. Okay. Torhüter. Vielleicht Lloris, Manuel Neuer, Ter Stegen. Irgendwie sowas. Trapp? Trapp war, glaube ich, nominiert, ey. Aber der ist, glaube ich, irgendwie abgereist. Aber ich glaube, Trapp zählt. Trapp zählt, ne? Ja, der war auch als dritter Torwart dabei, aber irgendwie ist der jetzt, glaube ich, abgereist oder so. Ich weiß auch nicht. Komm, Leno Bissler. Wir brauchen keinen dritten. Ja, dritten brauchst du echt nicht. Ach, dritte Rad am Wagen. Ich brauche keinen Sau. Mbappé vielleicht? Nein. Bist du ein bisschen dumm ohne dritten Rad? Drittes Rad am Wagen. Fünften Rad am Wagen heißt es eigentlich. Dritte Rad am Wagen. Drittes Rad am Wagen. Das wird nicht gebraucht. Das ist abschrauben. Das wird gar nicht gebraucht. Okay, Salah nehmen wir mit. Okay, ich habe bislang nur zwei Deutsche, Junge. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Können wir jetzt... Boah, Witzel wants to watch, man. Nice, sind voll selten. Nehme ich direkt mit. Am Motorrad brauchst du kein drittes Rad. Ja, stimmt. Das dritte Rad am Motorrad. Weiter geht's. Mit Nacho. Haben die eigentlich ein Auswechslungsrad dabei? Für den Motorrad? Ja, Motorrad nicht, ey. Die fahren einfach mit dem Plattfuß weiter. Ne? Okay, linker Flügel, komm. Könnt, jawohl, Leroy Sané, Alter. Der war doch der Beste, wo er eingewechselt wurde, aber auch scheiße gewesen. Er hätte das Tor machen müssen. Okay, nur drei Deutsche habe ich bislang, ne? Nur Deutsche, kein Franzosen bislang. Läuft auf jeden Fall schon mal wieder hier. Naja, vielleicht kommt einer auf der Bank. Bellarabi, der ist aber nicht im Kader, nehmen wir trotzdem mit. Oh, der könnte gut werden. Komm, Mandzukic, Higuain, Aguero. Ich krieg keine Franzosen. Das ist ein gutes Zeichen, Leute. Wenn ich nur Deutsche kriege hier, das heißt, Deutschland wird das Ganze gewinnen, ey. Ich sag's euch. Kanté. Scheiße, jetzt kommt Frankreich zurück. Erster Kanté. Erster Franzose. Erster Kanté. Okay, 3-1 also für Deutschland. Naja, Mandzukic. Neymar ist auch ein Stein. Nehmen wir Neymar mit. Mal schauen. Ich bin gespannt auf eure Tipps, ne? Schreibt die mal in die Kommentare. Mandzukic, was soll ich damit? Oh, und Steven Sonzi. Der wird im Kader sein. Der war auch bei der WM dabei. Das heißt, 3-2 jetzt für Frankreich immer noch. Okay, 3-2, es wird nochmal knapp. Ey, Frankreich, wenn jetzt Frankreich das Ganze noch dreht, ne? Dann ist das hier aber auch ein ganz schlechtes Zeichen. Boah, Gignac. Na, Gignac ist auf jeden Fall safe nicht dabei. Diarra aber auch nicht. In U99 drin. Ja, der ist echt über 99 mittlerweile schon. Diarra ist auch schon über 80. Deswegen, wir nehmen mal Nehmet mit, weil von denen ist keiner im Kader. Diarra hat geilen Bart. Ja, Diarra, aber der ist nicht im Kader, Leute. Der ist auch schon viel zu alt. Das heißt, weiter ein 3-2 für Deutschland. Gabriel Jesus nehmen wir mit. 5 Spieler sind es noch. Ist alles möglich hier. Mal dazu sagen, Forrest Gump, der nehmen wir mit, würde ich sagen, informiert immer klar. Forrest Gump kommt mit. Okay, 4 Spieler noch, let's go.
Vielleicht Mbappé noch als Rot. Philipp Andersson. Lema! Oh, da ist das 3:3, Leute. Lema! Das war es dann auch wieder mit dem Sieg für Deutschland. 3:3 also. Also. Ey, wenn das jetzt noch gedreht wird von Frankreich, ne? Dann ist das ein ganz schönes Zeichen. Kann ja noch von Deutschland gedreht werden. Roussillon ist am Start. Und Roussillon wird, glaube ich, auch im Kader sein, weil er eine gute Saison bislang spielt. Ist Roussillon im Kader? Das ist jetzt die große Frage, Alter. Lassen wir ihn zählen oder nicht? Also Wir nehmen ihn erstmal mit. So, wir nehmen ihn erstmal mit und dann können wir gleich weiterschauen. Ich schaue mal gleich nach, ob er im Kader war. Hüsey, Hector Bellerin, Florenzi. Wir nehmen Florenzi mit. Das heißt... Neuer und Loris! Oh, aber wir müssen den, der higher rated. Ah ja, Testegen. Wir hätten sogar zwei Deutsche gehabt, aber der higher rated ist, ist natürlich Neuer. Testegen ist auch higher rated. Ja, Testegen auch. Also, Neuer. Testegen soll fast so gut sein wie Neuer. Das gibt's auch nicht. Ja, Testegen ist auch eine Maschine. Okay, das heißt 4:4, wenn Roussillon im Kader ist. Wir werden das Ganze jetzt nochmal nachschauen. Zwei Tore werden gemacht. Ja, das heißt, bei mir geht's unentschieden aus. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das Ganze bei dir aussieht. Ne? Naja, ob das besser aussieht, ich weiß es nicht. Ich finde das wohl gut. Ja, mal gucken. So, 4-3-2-1, gute Formation ist am Start. Oh, Bale. T-Shirt, vielleicht eine rote Karte? Nein, leider nicht. Rakitic, Aubameyang, Bale, hast du schon mal den ersten Realspieler, geht immer klar. Oder Coutinho, hast du auch, ey, die haben beide dasselbe Rating. Bale und Coutinho, das ist auch ein bisschen komisch, ne? Aber naja, also jetzt... Juan Fran gibt es als Special-Karte, als Throwback-Karte oder irgendwie sowas. Ich muss Fran mitnehmen, ich habe Sergio Roberto. Okay, Barca gegen Real, 1:1 also hier, ne, im El Clasico. 1:1 im El Clasico. Oh, Goretzka, da hast du die erste Deutsche am Deutsche Land. Gut, okay, weiter geht's. Linksverteidiger. Fabian Delph, Ehrenmann. Fabian Delph ist echt ein absoluter Ehrenmann. Nimm Alonso mit, ne? Also bislang, aber du hast schon wieder einen guten Fabregas ist fresh. Oh, Khedira, Gündogan. Okay, damit hast du den zweiten Deutschen, ne? Khedira und Gündogan sind, glaube ich, Khedira ist nicht im Kader. Gündogan ist nicht im Kader, ich glaube, Khedira ist noch dran. Khedira war gar nicht, doch, aber Khedira, ja, die sind ja sonst... Khedira hat doch gesagt, er will weitermachen. Ja, normal, die sind, aber diesmal weiß ich nicht, ob die für die Länderspiele nominiert sind. Nimm trotzdem mit, die zählen natürlich trotzdem, das, weil sonst sind die im Kader. Okay, zwei Deutsche bislang, ne? Weil sonst sie... Läuft. Oh, Sokrates, Digga. 84er Once Watch. Nehm ihn mit, Digga. Volles Once Watch Team, oder was? Hau mal raus hier. Volles. Ich hab ein Once Watch. Ja, warte mal ab, Alter. Ey, das ist komplett voll in der Situation. Warte mal ab, Alter. Du weißt, die Pinke Draft Challenge, die hat auch gefühlt 8 Monate gedauert. Vinicius Junior, Realspieler, ist am Start. Geiler Name, Vinicius. Na, ist echt ein guter Spieler. Mal schauen. Gutes Talent, Bruder. Bender, Bender. Beide fresh auf jeden Fall. Scheißegal, kannst du Dante den Afro-Kopf mitnehmen, ist auch Legende, Mann. Nimmst Bender mit, okay, link sogar deinen, genau, link den ganz grün sogar da, ja? Den Sven Benderis, Junge, let's go. Okay, weiter geht's mit dem Benderis im Sturm. Nacho Winko. Hazard. Wadi hast du, wie komm ich auf Hazard gerade? Keine Ahnung. Hazard. Ey, das Hazard im Sturm. Okay, nimm Wadi mit. Wadi ist best. Wadi, was hat er da für ein Bild, ey? Sieht aus wie ein Crack-Junkie. Egal, mach weiter, komm. Oder wie 16, der sieht aus wie 16 auf dem Bild. Mach weiter mit dem ZM, der könnte ganz gut werden. Lallana, was? Gasola? Okay, der liegt, ja, okay, der liegt immer in beide. Orange ist jetzt auch nicht so perfekt, ne? Aber naja, in Ordnung. Du kriegst ja auch absolute Kacke hier, ne? Aber okay, du hast Sommer wenigstens. Sommer liegt. Oder Fabrizio? Er geht über Premier League. Herr Sommer war mal 2 Ratingpunkte higher, aber ist er dein Draft. Das juckt doch keiner. Forrest Gump ist am Start. Ah, CDB, erster Franzose. Der ist auch im Kader, das heißt 2-1 jetzt. Oder? Ne, 3, Quatsch, du hast ja 3. Ah ne, Bender zählt ja nicht, weil der nicht im Kader ist. Also 2-1. War mal richtig. Schulz war mal. Ist er im Kader? Aber der war mal im Kader, das heißt, den lassen wir zählen auf jeden Fall. Schulz, aber Bender war auch mal im Kader, ne? Der zählt, man. Schulz zählt. Leroy Sané zählt auch. Serge Gnabry zählt auch, weil er im Kader ist. Ja, okay. Ich denke mal, das kann Frankreich nicht mehr aufholen, oder? Auch wenn wir jetzt Schulz nicht mitzählen lassen würden. Mach mal jetzt einfach rein. Ja, mach mal. Auch wenn wir Schulz nicht mitzählen lassen würden, hättest du jetzt trotzdem 4 Deutsche. 2, 3. Ja. 4. Auch wenn jetzt Schulz, wenn Schulz mitzählt, hast du sogar 5. Wenn nicht, hast du 4. Also ich glaube, Frankreich kann das gar nicht mehr aufholen hier. Mané mit. Aber das ist ein gutes Omen, Leute. Das ist ein gutes Omen. Bei mir gab es ein Unentschieden, 4:4. Bei dir gibt es hier, denke ich mal, safe einen Sieg. Neymar ist am Start. Das heißt, Deutschland kann das Ganze eigentlich nur gewinnen, weil die Prediction... Vielleicht macht Neymar ja eine Flitzer. Werner sogar auch noch. Okay, Werner ist natürlich safe. Jetzt ist das Ding durch, ey. Vielleicht, okay. Vielleicht macht Neymar ja einen Flitzer, weiß man nicht. Sein, Mann. Okay, du bräuchtest jetzt noch... Flitzen über den Platz. Du bräuchtest jetzt noch richtig viele Franzosen, ey. Icardi jetzt 88er. Nice. Nehmen wir mit. Aber ich glaube, du hast jetzt 5-1, ne? Also 5-1 wird nicht mehr aufzuholen sein. Aber 5-5. Du kriegst ja auch gar keine Franzosen. Ey, Leute, das ist ein gutes Zeichen, Mann. Das ist hier das Comeback von Deutschland.
gegen Frankreich, ich sag's euch, mach es mal weiter, scheiß auf die Chemie hier. Tut dem Bein, gegen den Franzosen, den mag keiner, den soll. Das ist okay, vier Spieler noch, obwohl du könntest jetzt, wenn du alle Franzosen kriegst jetzt, Marco Reus, aber ist momentan nicht im Kader. Deswegen, aber wäre im Kader. Wäre im Kader, aber wäre, hätte, wenn, wäre, wäre Fahrt, kennt die Matthäus. Zählt der jetzt oder nicht? Ja, scheiß drauf, du hast 5-1, du hast schon gewonnen. Also deine Deutschen haben schon gewonnen. Du kannst jetzt nur noch 3 Franzosen bekommen, dann ist es 5-4. Also von daher geht diese Prediction hier. Meine war unentschieden, deine geht also an Deutschland. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, wenn Deutschland nicht gewinnt. Dann bist du verantwortlich. Genau. Das heißt, Deutschland muss, Alter. Deutschland muss, Leute. Das war's von dem Video. Ja. Boah, Joe Hart. Machst du nichts mit falsch, Mann. Das war's also von diesem Video, Leute. Lasst gerne ein Like, da ist gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Ihr wisst es gerne, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Checkt noch gerne unseren Shop aus für die Camo-Sachen, wie mein Grün, in Blau und Rot, in Grau als T-Shirt und als Pullover in allen 4 Farben gratis. Autogrammkarte gibt's auch dazu. Und ab 35 Euro Bestellwert gibt's noch die blaue Camouflage Nice Tasse gratis dazu. Checkt also gerne aus. Link ist unten in der Beschreibung. Macht's gut. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, morgen wieder. Oder heute Abend. Oder was auch immer. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.